Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Max Holloway vs. Alexander Volkanovski 3, der Trilogiekampf fällt aus, ist durch, vergessen. Grund dafür, Max Holloway hat sich verletzt bzw. wurde von einer älteren Verletzung wieder eingeholt, die er sich schon mal zugefügt hat. Und deswegen wird er bei der UFC 272 nicht antreten können. Das heißt, wir müssen auf den Kampf auf jeden Fall noch warten. Der wird stattfinden, aber wir müssen warten. Es haben sich schon einige Kämpfer zu Wort gemeldet, Volkanovski per Twitter kontaktiert. Auch Dana White angeschrieben, beispielsweise Yair Rodriguez, Josh Emmett, Harry Cejudo, aber keiner war für Volkanovski interessant genug, außer ein einziger Kämpfer, nämlich der Korean Zombie. Und Leute, ganz ehrlich, Alexander Volkanovski versus the Korean Zombie UFC 272, das klingt einfach sehr geil. Das klingt einfach mal wie die Kirsche auf der Torte oder auf dem Eisbecher, wie ihr wollt, scheißegal. Auf jeden Fall, beide haben sich per Social Media schon das Ja gegeben, sich die Hand gereicht, dass dieser Kampf stattfinden soll. Volkanovskis Manager hat selbst gesagt, wenn schon nicht gegen Max Holloway, dann wollen wir den Korean Zombie, keinen anderen. Deswegen kann ich euch versichern, dass dieser Kampf zwischen den beiden auf jeden Fall stattfinden wird und kein anderer dazwischen kommen wird. So einfach ist es. Was den Korean Zombie angeht, er bewegt sich auf Platz 4 der Federgewichtsrangliste. Top Contender, gehört zu den Top 5 Fighters, Top 5 Kämpfern. Seit 2019 4 Kämpfe bestritten, 3 davon gewonnen. Einmal gegen Frankie Edgar durch TKO, einmal gegen Renato Mociano durch TKO, gegen Dan Ike durch Decision gewonnen. Die einzige Niederlage, die er kassiert hat, war gegen Brian Ortega durch Decision. Was Alexander Volkanovski angeht, der Typ ist eine Maschine. 20 Siege in Folge. Die einzige Niederlage, die er davor kassiert hat, und es war nicht zu seiner UFC-Laufbahn, war gegen, ich weiß nicht wen, auf jeden Fall bei der Australian FC 7. Also gar nicht der Rede wert. Man kann also sagen, dass Volkanovski absolut keine Niederlagen hat, was auch der Wahrheit entspricht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Einzige, was fehlt, ist einfach nur, dass sich Dana White jetzt darum kümmert, dass beide die Verträge unterschreiben. Das Mündliche, ja, besteht schon. Dana White muss sich jetzt einfach dahinter setzen, die Verträge schließen, nichts anderes ausmachen, bitte kein Mismatch in die Wege leiten. Und dazu tendiert Dana White öfter mal. Und dann sehen wir am 5. März in der T-Mobile Arena Alexander Volkanovski versus the Korean Zombie. Das wird ein absoluter Topkampf. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Hype, den Alexander Volkanovski versus Max Holloway generiert, das wird auch der gleiche Fall bei dem Kampf sein, weil der Korean Zombie einfach der Korean Zombie ist. Und wer Kämpfe von dem Typen schon mal gesehen hat, weiß einfach, dass der Typ ein Kranker ist. Ihr wisst schon Bescheid.